Es steht fest, dass The Journey kommen wird mit Alexander. Dann steht noch fest, dass natürlich Draft kommt, Food Champions, also der allgemeine Food Modi. Dann Serien, Pack Openings. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren FIFA 16 Ultimate Team Pack Opening. Ich weiß, das letzte Pack Opening ist schon Ewigkeiten her. Ich wollte halt einfach kein Echtgeld mehr ausgeben für FIFA 16. Aber ihr könnt euch jetzt schon mal freuen, ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen, dass ich zu Beginn von FIFA 17 so viele Pack Openings raushauen werde. Das ist unnormal. Letztes Jahr hatte ich auch so viel Echtgeld am Anfang investiert, hatte aber... Ja, beziehungsweise ich habe kaum Videos davon gemacht, ein, zwei Pack-Openings und das war's. Aber dieses Jahr, FIFA 17, Leute, könnt ihr euch auf massiv viele Pack-Openings freuen. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine ganze Mannschaft verkauft und habe noch 150.000 Münzen. Diese 150.000 Münzen haue ich jetzt raus für ein letztes FIFA 16 Ultimate Team Pack Opening. Danach werde ich überhaupt keine Packs mehr in FIFA 16 ziehen. Ich denke mal, ich werde auch kaum noch Ultimate Team spielen, wenn dann überhaupt noch Draft oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall fange ich jetzt an mit dem ersten Pack. Ihr habt es gesehen, im aktuellen Team of the Week sind noch geile Spieler. Lewandowski in Form, Müller in Form. Moutinho war es, glaube ich, auch noch. Auf jeden Fall ein paar Granaten. Rakitic auch noch. Auf jeden Fall fangen wir an mit dem ersten Pack. Ich denke mal, von am Anfang von FIFA 17 werde ich... Ui. Das hätte De Gea sein können, gleich im ersten Pack war es aber nicht. Es ist hier der Keeper von Bilbao. Aber wieder alles zum Ablegen. Am Anfang von FIFA 17 werde ich, ich kann hier alles ablegen, werde ich mir so viele PSN-Karten holen, Leute. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, wie viele holt ihr euch, wie viel Geld gebt ihr am Anfang von FIFA 17 aus für Ultimate Team. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Gerade weil jetzt der Food Champions Modi so geil sein wird. Oder der wird einfach geil. Ist einfach ein Fakt. Der wird geil sein. Punkt. Braucht man eine geile Mannschaft, finde ich. Und ich will unbedingt einen Ibra haben. Ich will einen Ibra haben. Ich brauche einen Ibra. Ich will mit Ibra Food Champions spielen. Und deswegen brauche ich Coins am Anfang. Und deswegen investiere ich sehr viel Geld. Okay, so viel Geld auch wieder nicht. Aber... ihr werdet schon fette Pack-Openings sehen. Ihr werdet auch... Ui, Citizen von Barca. Der neue Transfer. Der Keeper Bravo ist ja zu Man City gegangen. Und Citizen kommt zu Barca. Aber den kann ich auch ablegen. Brauche ich nicht. Den einen Kader. Nee. Ja, ihr könnt euch auch auf Challenges freuen. Beziehungsweise auf FIFA 17 Ultimate Team Bingo oder sowas. Mit Thilo von Top Trading Cards. / TTC Zocker. Thilo fängt dann auch ab FIFA 17 an FIFA-Videos zu machen auf seinem zweiten Kanal TTC Zocker. Unter anderem auch Co-op Season mit mir. Das wird auch richtig geil werden, Leute. Das wird so heftig. Co-op Season. Wir haben ja dieses Jahr schon gesucht. Dieses Jahr haben wir schon sowas von gesucht. Liga 1 haben wir sowas von auch zerstört. Aguero, wir ziehen hier nochmal. Aguero im letzten Unboxing, ja was heißt Unboxing, Opening, wie auch immer, wie teuer ist der? Er bringt auch nochmal 60k, ich mache sogar jetzt Plus, wenn ich jetzt Aguero verkaufen würde, mache ich auch, also jetzt noch wollen, hätte ich Plus, ich habe mit 150.000 Münzen angefangen, 60.000, zack, hätte ich 185.000, ja so kann es weitergehen, so kann es gerne auch an FIFA 17 weitergehen, gleich am Anfang, Gmbaba von Schalke. Ist ja auch gewechselt, beziehungsweise ausgeliehen, glaube ich, bloß. Aber der wird nichts wert sein, gucke ich erst gar nicht nach und lege alles ab. Irgendwas wollte ich noch sagen. Wie gesagt, heute soll es darum gehen, dass es das letzte Food 16 Pack Opening ist und quasi meine Pläne für FIFA 17. Ich werde The Journey spielen mit Alexander. Das wird kommen in FIFA 17. Was wird noch kommen? Das fragt ihr euch jetzt sicherlich. Definitiv Ultimate Team. Ein paar Serien, es müllert wieder zu Beginn. Also zu Beginn wird es S. Müllert wieder geben. The Journey, Pack Openings, Co-op Season und Karrieremodi. Dann haben wir 5 feste Serien quasi, die täglich kommen werden. Ich denke mal immer 2 Videos pro Tag, 2 FIFA-Videos pro Tag habe ich mir vorgenommen. Ich hoffe, ich schaffe es. Meine Ausbildung fängt ja jetzt wieder an. Mal gucken, ob es zeitlich so hinhaut. Morata wird auch nichts wert sein, aber Pack Lucky am Ende doch nochmal am Start. Aguero. Das war ja auch unser bester Spieler, den wir
insgesamt in FIFA 16 gezogen hatten. Die Mikelis, der ist gewechselt, wusste ich gar nicht. Und jetzt auch nochmal zum zweiten Mal Sergio Aguero mit einer 88er Bewertung. Sehr nice. Aber bringt mir halt nichts mehr. Wäre mal Aguero 10 Monate früher im Pack gewesen. Ja. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ich werde jetzt die Münzen runterziehen, bis ich keine mehr habe. Oder 15.000 Münzen so ungefähr übrig behalten für nochmal einmal Draft oder so. Muss ich schauen auf jeden Fall. Ja, war es das eigentlich schon, was ich sagen wollte zu FIFA 17. Wie gesagt, Trainerkarriere, da werde ich auch noch so 1 bis 2 Wochen vorher eine Abstimmung machen, mit welchem Verein wir die Trainerkarriere starten sollen. Glaube ich, so mache ich es. Oder ich mache es gleich mit Hertha und lasst euch da nicht abstimmen, sondern wenn ich wieder zu Weihnachten ungefähr meine zweite Karriere anfange, da könnt ihr abstimmen. Mal gucken, wie ich es mache. Lasst euch überraschen. Safe. Es steht fest, dass The Journey kommen wird mit Alexander. Dann steht noch fest, dass natürlich Draft kommt, Food Champions, also der allgemeine Food Modi. Dann Serien, Pack Openings. Es müllert wieder ist halt die Serie, die zu Beginn kommen wird. Und mal gucken, was ich dann noch machen werde, weil Es müllert wieder wird definitiv nicht ein ganzes Jahr andauern, sondern nur vielleicht bis Weihnachten, vielleicht bis Februar. Mal gucken, ich kann es da nicht genau sagen, wie lange da Es müllert wieder kommen wird. Dann noch Co-op Season und das war's. Diese Pläne habe ich für FIFA 17. Aber zu Beginn natürlich massenhaft Openings, Leute. Das wird geil. Ich spiele auf der PlayStation, habt ihr ja gesehen. Da gibt es halt leider kein EA Access. Das heißt, ich kann FIFA nicht eine Woche früher zocken. Das geht nur auf der Xbox. Aber deswegen wechsle ich jetzt nicht zur Xbox. Ich bleibe ein PlayStation-Spieler. Ja. Aber die ganzen PlayStation-Spiele haben ja auch keinen Vorteil, weil es halt insgesamt ja auf der PlayStation kein EA Access gibt. Bloß die ganzen Xbox-Spieler können halt schon zocken und schön Pack-Openings raushauen und einfach Spaß haben. Einfach Spaß haben mit den Packs, das ist, macht sowas von Spaß. Immer zum neuen FIFA-Teil Packs ziehen und wir ziehen hier nur noch Müll. Wir ziehen hier nur noch Müll, wir ziehen hier noch, nur noch Müll und so viele Packs gibt es gar nicht mehr hier. Rodriguez haben wir jetzt noch gezogen, Camp Nou. Ja, das würde es in FIFA 17 auch nicht mehr geben, Leute. Das würde es in FIFA 17 auch nicht mehr geben, was ich sehr schade finde. Ich ziehe jetzt hier mal noch so ein seltenes Goldpack für 25.000 Münzen mit Aguero drauf. Und ich skippe und wir bekommen Willian, Albiol, Bradley und Nakulma. Willian, der müsste vielleicht noch 2k wert sein. Oh, 3k. Ich stelle ihn einfach mal rauf. Hier, zack. Müsste er gleich rausgehen. Kann ich den Rest auch wieder ablegen und jetzt können wir noch 2 normale 7-5er ziehen. Einmal mit Alexandre Lacazette auf dem Pack. Aber wenn wir ihn im Pack haben, bringt es eh nichts. Musa von Leicester City. Der kleine Pacer legen wir aber trotzdem ab, beziehungsweise stoßen wir ab. Und jetzt kommen wir, Leute, Trommelwirbel, zum letzten Pack in FIFA 16 Ultimate Team hier auf meinem Kanal. Durchatmen und skippen. Santos. Oh mein Gott, wir haben Santos gezogen. Geil. Ja, naja. Pack Opening war jetzt nicht so verkehrt. Wir haben Aguero gezogen. Sergio Aguero. Den kann ich euch ja nochmal zeigen. Transferliste. Da stehen noch ein paar andere Spieler drauf, die ich hier so verkaufe. Wie gesagt, ich habe meinen ganzen Verein ausgemistet quasi. Ich habe keine Spieler mehr. Doch, einen Spieler habe ich noch. Thomas Müller. Den habe ich behalten. Den konnte ich, habe ich es nicht übers Herz gebracht, ihn abzustoßen oder zu verkaufen. Und dann noch Aguero. Den haben wir gezogen. Geiler Spieler. Bloß nicht am Ende von FIFA 16. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt fürs Zuschauen. FIFA 17 Demo wird natürlich auch bald kommen. Da wird es auch Videos von geben. Meine Meinung. Trick-Tutorials, wie ich am Anfang von FIFA immer mache. Ein paar, die neuen Tricks, vielleicht stelle ich euch die vor. Mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Opening gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Heute Mittag gab's Trainerkarriere mit Borussia Dortmund, checkt das auf jeden Fall noch ab. Trainerkarrieren, die beiden mit Barca und Dortmund, wird es bis zu FIFA 17 auf jeden Fall noch geben. Mal gucken, wann ich die beenden werde.
haut da rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssikowski.